Schauen wir mal, was uns da drin diesmal erwartet. Ich hoffe, dass wir es bis zum dritten Level, wenn nicht sogar, also irgendwie sowas um den Dreh rum schaffen. In dem Dungeon. Ich meine, wir kamen ja schon immer sehr weit. Wir haben diesmal auch immer noch wieder ein paar Heiltränke. Können wir da drauf stapeln, ja. Und unsere Handschuhe sind stärker. Okay, ja, man sieht schon. Das geht ja wie Butter hier. Zack, zack. Oh man. Nicht fallen lassen. Was finden wir hier drin? Das können wir alles mitnehmen. Das ist alles schön. Alles in Wills Inventar rein. Du bist spannend. Nein. Das klingt schon spannender. Und zack. Perfekt. Danke für den ganzen Loot, auch wenn es jetzt nicht so die ultimativen geilen Items sind. Zack. Okay, wir tun momentan eher mehr einstecken, als dass wir irgendwas anderes machen. Naja, aber immerhin. Es läuft. Es läuft. Und dann können wir direkt in die zweite Ebene. Das ist, was ich wollte. Direkt voranschreiten und bessere Items finden. Denn so wie das momentan abgeht, kriegen wir gar nichts gebacken. Den haben wir direkt down. Hier ein bisschen in Ausweichphase. Zack. Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Dass der uns da noch gehittet hat, war schade. So, gucken wir mal. Zack. Pow. Schade, hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber ein Versuch war es wert. So. Das funktioniert so, glaube ich, besser. Aber definitiv. Ich fände es cool, wenn man noch irgendwie Level Up kommen könnte. Ich mag irgendwie, ich liebe das Feeling vom Level Up kommen. Oh nein, gar nicht cool. Perfekt. Hat besser funktioniert als gedacht. Ich meine natürlich, das war alles super gut geplant von mir. Das eine davon war ein Gegenstand, den wir gebraucht haben. Was auch immer das für ein Gegenstand war. Was finden wir hier? Heute wurden mir im Wörtel wirklich Steine in den Weg... Warum werden allen immer Steine in den Weg gelegt? Ich meine, das ist jetzt nicht der Erste, der sowas sagt. So. Weiter geht's im Dungeon. Wir müssen leider zurück und neue Räume erkunden. Und dann haben wir wieder ein bisschen Wald-Dungeon. Und einen neuen Gegner. What the fuck bist du denn? Ein rollender Stein. Okay, cool. Was du kannst, weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber dass du da bist, habe ich verstanden. Zack. Okay, da haben wir einiges in Loot abstauben können. Zack. Den haben wir auch gemacht. Gut, oh, da geht's sogar weiter. Ging's das vorhin auch? Naja. Ja, scheinbar. Okay, weiter geht's danach, aber nicht mehr. Den haben wir auch noch. Lass die Eisenstange nicht fallen. Oh, Mann, oh. Gut gerollt. Weiter geht's. Guck mal, wie verwirrend das hier ist. Mit diesen komischen Verzerreffekten in diesem Dungeon. Gut, dass wir noch im Golem-Dungeon sind. Da mag ich den Style sehr. Den tue ich sehr befürworten. So, haha, haha, aber richtig easy. Ja, das war schön, das war sehr schön. Das ging gerade ab wie Butter. Und wir haben wieder viel zu viele Items im Inventar. Aber kein Problem. Weg mit dem Schrott. So. Und die blocken jetzt alle Zauber. Sehe ich das gerade richtig? Perfekt. Und du auch. Du zerstörst einen Gegenstand. Nicht so geil. Mal schauen, ob der eine beide entcursen kann. Das wäre natürlich sehr nice. Komm her. Und falsch. Das war jetzt mal wieder falsch. Aber so. Immerhin. Einen Trank müssen wir noch nehmen. Und dann können wir die stapeln. Dann haben wir da auch wieder einen Platz frei. Nichts. Auch nichts. Leben. Immer gut. Jetzt sollten wir auch gleich zum Dungeon Tür 3 kommen. Denn, so jedenfalls meine aktuelle Vermutung.
ich immer in den reinlaufe und dadurch Schaden nehme, ist echt sehr deprimierend. Ich muss erst den erledigen. Aber perfekt, hat auch gut funktioniert. Okay, ich weiß es nicht. Das macht was kaputt. Und das kann ich nicht da reinstapeln, weil das ist verflucht. Und das sind Blätter. What? Okay, die waren arschvoll Geld wert. Okay, lol. Okay, fuck. Das habe ich ungefähr so gar nicht erwartet. Scheiße. Scheiße. Oh Mann, da habe ich aber gerade... Die haben 200 gebracht, dafür, dass ich zwei von diesen Blättern hier reingeworfen habe. Wie viel bringen die dann erst im Shop ein? Ich meine, wenn die schon dafür so viel Geld geben, also das ist ja... Ich meine, dass das nicht lukrativ ist, das wissen wir ja, dass die uns da praktisch abziehen. Also die Leute, die das kriegen, wer auch immer das da kriegt, ich weiß nicht. So, kann das nichts kaputt machen. Das machen wir auch noch weg. Er braucht schon Schleim. Alles wertlos. Lieber du. Da ist auch nichts drin. Okay, hier. Komm her. Perfekt. Den haben wir und die anderen zwei sollten ja jetzt gar kein Problem mehr sein. Zack. Schön gemacht. Und dann, ich warte noch auf die nächste Ebene. Ich warte noch drauf. Ich meine, wir haben jetzt schon echt viel und könnten eigentlich zurückgehen. Weil langsam wird es eigentlich nur noch ein mehr oder weniger verzweifeltes Suchen nach Punkten. Oder nach Sachen, die uns irgendwie... Aber ich sehe gerade, wir haben... Wir müssen was loswerden. Wie viel haben die nochmal gebracht? 300, ganz schön viel, gell? Das werden wir auch noch los. So, dann können wir die nehmen. Alle rüberlagern und die alle rüberlagern. Von dem Rest wissen wir dann nicht, was es ist. Also können wir da noch nichts sagen. Den einen Stahlbahn, den müssen wir jetzt wohl abgeben. Und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder nach Hause, weil so wie es gerade ist, lohnt sich das ja nicht. Da wird sich jetzt ein Weg in die Heimat mehr rentieren, um dann dort was zu verkaufen oder sonst was. Wäre jetzt so meine nächste Idee. Ja, muss praktisch sein. Der kann mir jetzt zwar gerade was Neues anbieten, aber jetzt wollen wir erstmal verkaufen. Shop öffnen. Das verstehe ich jetzt, ich verstehe es nicht. Okay, Frau, kauf uns was ab. Ich hätte noch ein paar Blätter. Lebenssaft, so genannt. Dafür hätte ich aber gerne ein bisschen arg Geld. Nimm es mit. Er hat es gekauft für 2000. Und er gibt 5% Trinkgeld. Das Trinkgeld lohnt sich ja jetzt schon. Was ein tolles Geschäft. So, ich muss mal ganz kurz was da oben ablagern gehen. Tut mir leid. Und zwar ein paar Barren. Und ein bisschen Stahl. Weiß ich nicht, kann ich ja nicht in die Sales-Kiste mit aufnehmen. Weil das ist ja so... Das ist schon eher... Und die Leaves nehmen wir wieder mit. Und den Lebenssaft natürlich. Gucken wir mal, was wir jetzt bekommen. Nehmen das mit, junger Herr. Okay, da haben wir einen guten Preis getroffen. Davon wissen wir leider noch gar nichts, deswegen gucken wir doch einfach mal. Nein, ich denke nicht so viel. 500 vielleicht. Sind der für wie viel jetzt mit? 500 auch. Gut. Sehr schön. Wonach ist denn gerade die Anfrage hoch? Nach den unteren zwei Sachen, aber mitnehmen tut sie irgendwie keiner. Also wir haben eine hohe Anfrage, aber kaufen wollen wir es jetzt eigentlich nicht. Ihr seid ja auch lustig. Mehr davon.
Was ist denn jetzt so teuer? Lebenssaft. Hallo, das ist Lebenssaft. Aber gut, 500 Madame und sie können mitnehmen. Dann bin ich vielleicht ganz happy. Wenn nicht, dann... Na, kritisch wird's. Ja, der Happy ist der nette Herr. Habe ich gleich gedacht. So, ich bin gespannt, ob wir was für den Lebenssaft bekommen können. Okay, ja, wir verkaufen sie ihn kurz. Die Blätter haben auch einen guten Preis getroffen. Krass. Flora Fleisch. Interessant. Vielleicht auch mal 500 für 600. Wir haben leider gerade nichts her in der Salebox. Oh, das hätte ich fast für lau weggegeben. Ich dachte, das hätte es automatisch gemacht vielleicht. Jetzt. Mysteriös. Ah, heute haben wir einen guten Sales-Tag gehabt. Gut verkauft. Sind gut mit unseren Tierplätzen weggekommen. Könnten noch mal mehr Plätze haben. Ich glaube, es ist gar nicht so doof, wenn wir sagen, wir gehen mal zwei Tage lang in Dungeon. Oder einen komplett, also, ja doch, zweimal in Dungeon. Sammeln ein bisschen was und dann haben wir aber einen größeren Shop und machen direkt mehr. Das ist echt nicht so verkehrt, denke ich. Oh, das war gut bedient. Gut bedient. Aber was wert ist, sollten wir auch mal reinmachen. Nicht zu teuer. Okay, das können wir ja schnell ändern. Falsches. Das hier. Mit 600, dann machen wir es 400. Gucken wir mal, was du bei 400 sagst. Das mitzunehmen war eine gute Wahl. Ja, langsam wird's gut. Wir verkaufen immer mehr. Nehmt alles mit. Nehmt alles mit. Okay, ich glaube langsam macht der Laden zu. Ah nein, da trudeln noch Verkäufer, Käufer ein. Kommt, kommt, kauft, kauft, Leute, kauft. Nehmt den Stoff mit. Ja. Das wollte ich sehen. Zu teuer immer noch. Oh Mann. Wenn ihr das noch zu teuer findet, was soll ich denn da draus machen? Achso, Entschuldigung, ich wollte... Oh, jetzt macht der Laden zu. Ich verkauf's ihn, tut mir leid. Ui, perfekt. Kriegen sie auch natürlich. Einpacken konnte ich ihn leider nicht so. Erfolgreichen Kauftag geschafft, ne? Mit den Goldrunden haben wir viel verdient. 14.000 haben wir gemacht. Schön, sehr schön sogar. Saleskiste habe ich immer noch nicht verstanden, aber hey, davon mal abgesehen. Super klasse. Jetzt würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal raus. Und gucken, ob die netten Herren hier noch was zu verkaufen haben. Na du? Hey, was geht? 44.000, das könnten wir uns jetzt schon herstellen. Ein bisschen mehr Leben wäre auch nicht verkehrt. Minus Geschwindigkeit ist immer doof. Aber herstellen, bitte. Können wir sonst noch was herstellen? Nein. Auch keine neuen Boots. Schade drum. Das bessere Schwert könnten wir erstaunlicherweise herstellen. Wie sieht es denn aus mit dem... Ah, den Bogen haben wir jetzt gerade verpasst, ne? Ja, ich glaube, besseres Schwert brauchen wir nicht wirklich gerade. Das können wir wieder weglassen. So, dann gucken wir mal. Wenn ich meinen Shop denn upgraden würde gerne, was ich gerne tun würde. Euch kann man nicht upgraden. Aber dich kann man anheuern. Okay, da müssen wir einfach mal gucken, dass wir den anheuern, die Tage. Dupdidu. Diese Ladenerweiterung erlaubt Händlern das Dekorieren, um ihre Kunden zu erfreuen und fügt zusätzlichen Platz für Gegenstände hinzu. So, das machen wir doch jetzt mal. Oh oh, ich bin gespannt.
Yay, sieht genauso aus wie vorher, innen wahrscheinlich nur doppelt so groß. Das ist Realismus. Und da haben wir auch schon einen neuen Händler. Als Straßenhändler habe ich die ganze Welt bereist. Immer auf der Suche nach Objekten, die andere inspirieren. Sieh dir meinen Wagen an und deinen Laden für Kunden noch attraktiver zu machen. Cool. Nicht schlecht, Herr Specht. Das sollte ich ausrüsten. Jo, schön. Jetzt haben wir auch eine Hose. Eine Hose haben wir. Cool. Und jetzt mit der Hose, mit dem mehr Leben, das wir haben, sollten wir direkt wieder in den Dungeon gehen, um unser Leben wieder gezielt zu verlieren. Das ist jedenfalls ein guter Plan, den wir in Angriff nehmen.